Und das gilt nicht nur beim Gebet, auch in anderen Sachen. Nehmen wir mal an, jemand sagt das, was im Koran als Lahwul Yamin bezeichnet wird, Lahwul Yamin. Das bedeutet, dass jemand ständig den Schwur ausspricht. Das gibt es ja. Einige Leute haben dieses Problem, dass sie bei jedem zweiten Satz schwören. Wallahi und so. Was ist jetzt, wenn die Aussage, die er getätigt hat, nicht stattgefunden hat oder er sich nicht daran gehalten hat? Den Schwur muss man ja grundsätzlich einhalten und im Falle davon, dass man ihn nicht einhält, muss man eine Sühneleistung, eine Kafara zahlen oder ausüben, je nachdem, was man dann macht. Was ist in diesem Fall dann zu tun? Er hat gar nicht beabsichtigt zu schwören, er hat es einfach auf der Zunge so. Es liegt ihm einfach immer auf der Zunge. Auch hier zählt die Absicht. Hast du einen Schwur beabsichtigt? Hast du beabsichtigt zu schwören, deine Aussage mit einem Schwur zu belegen, mit einem Eid zu belegen? Oder ist es einfach nur das, was Allah Ta'ala im Koran Lahwul Yamin bezeichnet? Das ist dann ihm überlassen und es liegt in seiner Verantwortung, mit sich selbst ehrlich zu sein. Deswegen sagt Allah Ta'ala, وَلَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ. Den Eid, der nur Lahw ist, wie gesagt, also nur, ich übersetze es jetzt mal so als Geschwätz, also was beim Schwätzen immer wieder aus dem Mund kommt, dafür belangt euch Allah Ta'ala nicht. وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانِ. Aber er belangt euch für das, was ihr beabsichtigt habt, was ihr mit Entschlossenheit gesagt habt und bewusst gesagt habt. Diese Form vom Eid ist dann auch verbindlich. Das heißt, er muss sich dran halten und wenn er sich nicht dran halten will oder kann, dann muss er eine Sühne dafür leisten. Also es ist nicht so, dass man lebenslang an seinen Schwur gebunden ist. Man kann sich von seinem Schwur befreien durch die Kafara. Also auch vorsätzlich befreien von seinem Schwur. Daher sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam, er sagte in dem Hadith, إِذَا حَلَفَ أَحَدُكُمْ يَمِينًا فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَلْيَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ وَلْيُكَفِّرْ عَنْ يَمِينِهِ. Wenn jemand von euch schwört, etwas zu tun oder etwas nicht zu tun, dann aber feststellt, dass das, was er geschworen hat, zu unterlassen beispielsweise oder zu tun, besser für ihn ist, dann soll er das tun und die Sühne für seinen Schwur leisten. Na. Nicht nur, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam das gesagt hat, er hat das auch praktiziert. Also Allah Ta'ala hat ihn dazu aufgefordert. Allah Ta'ala hat ihn dazu aufgefordert, das zu tun. In der Surat al-Mumtahin, nein, nicht Surat al-Mumtahin, in der Surat al-Tahrim. In der Surat al-Tahrim, die Surat al-Tahrim hat ja eine gewisse Vorgeschichte. Auf jeden Fall, in dieser Geschichte kam vor, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam ich nenne es mal, mit einem gewissen Vorbehalt Konflikt mit einigen seiner Frauen hatte oder mit einer seiner Frauen, Hafsa, wenn ich mich nicht irre. Und er hat dann geschworen, dass er diesen Honig nicht mehr einnehmen wird. Er wird von diesem Honig nicht mehr speisen, um seine Frau zufriedenzustellen. Wobei sie im Unrecht lag. Sie lag im Unrecht mit ihrem Tun gegenüber dem Propheten sallallahu alaihi wasallam.
Und daraufhin sagte Allah Ta'ala in der Surah Al-Tahrim ganz am Anfang: Ya ayyuhan Nabi, lima tuharrimu ma ahallallahu lak, tabtaghi mardata azwajik. O Prophet, hier wird der Prophet sallallahu alaihi wasallam kritisiert, in einer gewissen Art und Weise getadelt. Allah Ta'ala sagt: O Gesandter, wieso verbietest du das? Also verbietest du dir selbst, nicht im Sinne der Legislative, er hat kein Gesetz Allahs abgeändert. Aber er hat sich selbst etwas sozusagen, er hat Abstinenz geschworen von dieser Sache, für sich selbst. Das nennt Allah Ta'ala verbieten. Wieso verbietest du dir selbst, was Allah erlaubt hat? Du trachtest nach der Zufriedenheit deiner Frauen. Und dann hat Allah Ta'ala ihm befohlen, diesen Schwur, in dem nächsten Vers dann, diesen Schwur aufzulösen. Das gilt aber nur für zukünftige Handlungen. Das heißt, ich werde so und so tun, ich werde so und so nicht tun. Wenn du das machst, dann mache ich dies und jenes. Wenn du das nicht tust, dann werde ich so und so tun. Und das, darauf schwört man. Aber das bezieht sich nicht auf vergangene Aussagen, weil das nennt man dann Meineid. In der Sunna wird das Al-Yamin al-Ramus genannt. Das ist eine Kabira. Das ist eine große Sünde. Das ist nämlich eine schwerwiegende Lüge. Das ist eine schwerwiegende Lüge, wenn jemand über die Vergangenheit schwört und zum Beispiel sagt, ja, bei Allah, das war nicht so und das war so und der hat so gemacht und ich habe das nicht getan. Das ist eine andere Geschichte. Der Schwur ist nämlich in Bezug auf die Zukunft ist eine Art von Ansporn. Man möchte sich oder jemand anderem dazu anspornen, etwas zu tun oder etwas nicht zu tun. Jedenfalls, was ich hiermit sagen möchte, ist, dass sie nie eine Rolle spielt. Woher weiß ich, ob er das jetzt als, ob das einfach nur etwas war, was ihm immer wieder aus der Zunge rutscht, oder ob er das beabsichtigt hat? Das muss natürlich dann der Aussagende selber wissen.